Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Resonanzkreis mit Verlusten im Frequenzbereich. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die passenden Gleichungen an für den Serienresonanzkreis und schauen uns dann das Frequenzdiagramm dazu an. Im Anschluss machen wir dasselbe für den Parallelresonanzkreis. Zum Schluss gibt es eine kleine Übersicht. Gut, wir haben ja in der letzten Folge grundsätzlich den Serienresonanzkreis mit Widerstand kennengelernt. Wir schreiben uns jetzt einmal die Impedanz als frequenzabhängige Größe auf und sehen, dass hier in Rot eingekreist, nämlich es ist der Widerstand plus die komplexen Anteile, Blindwiderstand Omega L für die Spule, Blindwiderstand für den Kondensator mit einem Minuszeichen davor, weil wir ja das J ausgeklammert haben. Wenn wir davon den Betrag, also die Amplitude, ausrechnen wollen, dann müssen wir den Pythagoras anwenden und die Gleichung darunter mit der Wurzel ergibt sich daraus. Manchmal ist es hilfreich, die Gleichung für den Resonanzkreis als Frequenzabhängigkeit darzustellen, ohne die speziellen Größen L, C und RS, sondern besser das Ganze mit Parametern des Resonanzkreises wie Resonanzfrequenz, Kennwiderstand und Güte. Der Vorteil davon ist, dass man dann zunächst einmal die Parameter unabhängig von der aktuellen Frequenz oder anderen Größen bestimmen kann und im Nachgang dann sozusagen diese Größen anpassen kann. Wenn man die Größen entsprechend einsetzt, erhalten Sie die Gleichung, die hier unten steht, Z gleich Zc mal 1 durch Q plus J mal Omega durch Omega R minus 1 durch Omega R. Wir bleiben zunächst einmal bei der Gleichung, die die Gesamtimpedanz mit Hilfe der Einzelimpedanzen beschreibt, wie wir sie jetzt hier oben dargestellt haben. Und sehen, dass die Gesamtimpedanz sich aus drei Komponenten zusammensetzt, nämlich dem Widerstand RS, dem Blindwiderstand des Kondensators und der Induktivität. Wir fangen mit dem Blindwiderstand des Kondensators an und wir erinnern uns, der Verlauf ist proportional zu umgekehrt der Frequenz, also mit f hoch minus 1. Wir haben hier ein doppellogarithmisches Diagramm. Daraus folgt, dass der Verlauf des Blindwiderstandes linear mit der Frequenz abnimmt im doppellogarithmischen Diagramm. Als nächstes schauen wir uns den Blindwiderstand der Induktivität an. Und aus ähnlichen Gründen erinnern wir uns, dass der Blindwiderstand proportional zur Frequenz ist, also linear mit der Frequenz ansteigt. Am Kreuzungspunkt dieser beiden Kurven haben wir, wie auch schon beim verlustlosen Resonanzkreis, die Resonanzfrequenz Fr. Und wir können an dieser Stelle den charakteristischen Widerstand des Schwingkreises ablesen, weil ja an dieser Stelle der Blindwiderstand für Induktivität, Kapazität gleich ist und genau dem Blindwiderstand bei Resonanzfrequenz entspricht. Als nächstes zeichnen wir noch ein, die dritte Komponente, nämlich den Widerstand RS als Serienwiderstand, der ja keine Frequenzabhängigkeit hat und deswegen einfach eine Gerade ist. Diese drei Komponenten addieren wir jetzt zusammen und dadurch ergibt sich diese rote Kurve, die wir jetzt noch ein bisschen genauer beschreiben.
Wir erinnern uns wieder, die Addition von Kurven in einem doppellogarithmischen Diagramm entspricht weitgehend der Maximumfunktion. Das heißt, hier im niedrigen Frequenzbereich haben wir den Verlauf entsprechend des Maximums dieser drei Kurven, nämlich der Kapazität. Im sehr hohen Frequenzbereich haben wir das Maximum praktisch auf der Kurve des Blindwiderstandes der Induktivität. Und wir erinnern uns, beide ergeben bei dem Verlustlosen ein Minimum gegen Minus unendlich. Das wird hier in diesem Fall begrenzt eben durch den dritten Term, den wir als Maximum in Anführungsstrichen betrachten, nämlich unseren Serienwiderstand. Sodass wir dann also eine Kurve erhalten, wie sich hier dargestellt, bei niedrigen Frequenzen linear, dann fällt sie stärker ab, bis sie den Serienwiderstand erreicht und dann steigt sie wieder an. Der Unterschied zwischen dem charakteristischen Widerstand ZC und dem Serienwiderstand, der gibt gerade unsere Güte Q an. Denn die Güte Q ist ja gerade definiert als ZC mal 1 durch RS und das entspricht praktisch der Differenz dieser beiden Werte im doppellogarithmischen Diagramm. Wenn wir uns den Phasenverlauf anschauen, so sieht er ein wenig ähnlich aus wie im verlustlosen Fall. Aber wir haben jetzt keinen Phasensprung bei der Resonanzfrequenz, sondern der Übergang ist mehr oder weniger kontinuierlich. Fassen wir nochmal zusammen. Bei Resonanzfrequenz ist der Betrag der Impedanz minimal und entspricht dem Serienwiderstand RS. Die Spitze ist um den Faktor Q gegenüber dem Schnittpunkt der beiden Kurven um den Faktor Q erniedrigt. Und für hohe und für sehr kleine Frequenzen haben wir einen sehr großen Betrag von unserer Impedanz. Schauen wir uns nun den Parallelresonanzkreis an. Hier können wir den Gesamtimpedanz als Parallelschaltung der einzelnen Komponenten beschreiben. Und wenn wir diese auflösen, dann erhalten wir die Gleichung, die jetzt hier unter der rot umrandeten Kurve steht, insbesondere wenn wir den Betrag ausrechnen wollen. Diese können wir auch beschreiben mit Hilfe der Parameter Resonanzfrequenz, Kennwiderstand und Güte. Und damit ergibt sich die jetzt hier schwarz umrandete Gleichung, die jetzt unabhängig gilt davon, wie groß denn jetzt L und C im Detail sind. Schauen wir uns auch hier das Frequenzverhalten an. Wir haben es hier mit drei Komponenten zu tun, die parallel geschaltet sind. Und auch die tragen wir zunächst einmal nochmal jede für sich ein. Und wir beginnen diesmal mit der Kurve des Blindwiderstandes der Induktivität. Und wie eben auch schon mit derselben Begründung steigt die linear mit der Frequenz an. Und ganz ähnlich haben wir eben einen im doppellogarithmischen Diagramm linearen Abfall der Blindwiderstandes der Kapazität. Auch hier ist der Schnittpunkt dieser beiden Kurven wieder identisch mit der Resonanzfrequenz und wir können an diesem Schnittpunkt den Kennwiderstand ablesen. Weiterhin zeichnen wir nun den Parallelwiderstand ein. Dieser ist typischerweise einen sehr hohen Wert und üblicherweise ist er wesentlich größer als der Kennwiderstand. Jetzt haben wir alle drei Komponenten der Gleichung im doppellogarithmischen Diagramm eingetragen und können nun die Gesamtkurve zeichnen. Wir erinnern uns, die Parallelschaltung von Komponenten ergibt praktisch die Minimumfunktion der jeweiligen Komponenten bei einer bestimmten Frequenz. Das heißt, wir müssen hier in diesem Fall praktisch die am niedrigsten liegende Kurve dieser drei Kurven verwenden.
Das bedeutet, die Kurve fängt beim niedrigen Frequenzbereich bei kleinen Impedanzen an, folgt also der Kurve der Induktivitätsblindwiderstands. Und bei hohen Frequenzen folgt sie der Kapazität. Während wir bei einem idealen Resonanzkreis eine unendlich hohe Überhöhung haben, wird hier die Überhöhung limitiert durch den Parallelwiderstand. Und damit erhalten wir die Kurve, die hier dargestellt ist, und können außerdem hier auch wieder die Güte ablesen an dem Unterschied zwischen Kennwiderstand und Parallelwiderstand. Auch hier ist der Verlauf der Phase ähnlich wie der bei einem idealen Resonanzkreis, aber in der Resonanzfrequenz ist die Kurve eben ein wenig auseinandergezogen. Fassen wir nochmal zusammen. Bei Resonanzfrequenz ist die Gesamtimpedanz maximal und entspricht dem Parallelwiderstand. Die Spitze ist im Vergleich zum Schnittpunkt der beiden Kurven um den Faktor Q überhöht. Und bei niedrigen Frequenzen hat ein Parallelresonanzkreis sehr kleine Werte und bei hohen Frequenzen ebenfalls. Wenn wir noch einmal eine Übersicht machen über Resonanzkreise, können wir anfangen mit den Kennwerten Resonanzfrequenz und charakteristische Impedanz. Die Formeln haben wir ja schon kennengelernt. Im Seelenresonanzkreis sehen wir auf der linken Seite das Schaltbild, das uns noch einmal mit den Spannungspfeilen daran erinnert, dass im Resonanzkreis die Spannungen sich zwar kompensieren, aber bei weitem nicht vernachlässigbar sind. Die Güte berechnen wir aus dem Verhältnis von Kennwiderstand und Serienwiderstand, und die Spannungsüberhöhung ist ebenfalls aus der Güte direkt zu berechnen. Ja, Sie sehen jetzt noch einmal die allgemeine Gleichung für die Gesamtimpedanz und schematisch dargestellt den Frequenzverlauf der Impedanz dieser Schaltung. Und Sie sehen, in diesem Fall entspricht der Impedanzverlauf mehr oder weniger einem V mit einem Minimum bei der Resonanzfrequenz und hohen Werten außerhalb davon. Umgekehrt dazu gilt für den Parallelresonanzkreis eben die Gleichungen, die jetzt dargestellt sind. Hier wird die Güte aus dem Verhältnis von Parallelwiderstand zum Kennwiderstand berechnet. Sie sehen, hier ist Kennwiderstand und Widerstand miteinander vertauscht. Im Resonanzkreis haben wir eine Stromüberhöhung, die sich aus der Güte berechnet. Und wenn wir den Impedanzverlauf über der Frequenz darstellen, dann haben wir praktisch einen Peak, also ein umgedrehtes V. Und das heißt also eine sehr hohe Impedanz bei Resonanzfrequenz und sehr niedrige Impedanzen außerhalb davon. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.